Hallo. Selbstheilung auf einer anderen Ebene. Wieso auf einer anderen Ebene? Erstmal kurz zur Selbstheilung. Ich war ja alles andere als gesund, totgeweiht, jetzt gern gesund und habe mich, ich sag's mal, selbst geheilt, indem ich lernen durfte, was es noch gibt, außer die Schulmedizin, die mich nicht geheilt hat, sondern die Symptome bekämpft hat, mich am Leben erhalten hat, aber nicht geheilt. Das waren Heilweisen. Heilweisen auf, ich sage es gerne, auf einer anderen Ebene, da ich erfahren durfte, dass viele Heilweisen auf diesem Planeten nicht von diesem Planeten stammen. Deshalb sind sie auch so kraftvoll. Und manche, die stammen von diesem Planeten. Und die richtige Mischung macht's aus, bei sich selbst anzuwenden, um die Schöpferkraft nach oben zu holen, die Blume des Lebens, wie ich es gerne nenne, ja, damit das, was in mir ist, dieses kraftvolle Licht, diese pure Liebe, dass die eigentlich alles, das ist wie ein Gefäß und du schüttest da was rein, dieses leere Gefäß. Was passiert? Es füllt sich auf mit Wasser. Gehen wir davon aus, wir schöpfen Wasser rein oder wir gießen sogar Wasser rein. Ja, und das, was vorher drin war, diese Luft, die geht natürlich weg. Die löst sich auf, weil da kein Platz mehr ist. Dann am Endeffekt nur noch Wasser dran. Und alles andere geht weg. Ob Schatten sind, Behaftungen, Flüche, krankes Gewebe, spielt keine Rolle. Im Licht hat das alles keine Existenz. In der Schöpfung hat das alles keine Existenz. Ja, und wenn du im Licht bist, in deiner Mitte bist, dann ist Selbstheilung eigentlich nicht aufzuhalten. Bei mir hat es zwar lange gedauert, ich musste lange in die Demut gehen. Ich war sehr arrogant, sehr eingebildet von mir, obwohl ich doch ein ich war eigentlich schon sehr zufrieden mit mir, ich war halt arrogant und deshalb durfte ich den Weg der Demut gehen und hat lange gedauert, für mich viel zu lange. Aber ich bin dankbar, weil seit 4 Jahren lebe ich. Bin ich neu geboren und von Jahr zu Jahr geht es immer besser und besser. Jetzt erst vor 3 Monaten ungefähr war ich in der Klinik und habe mich durchchecken lassen. Ja, und die haben zu mir gesagt, ungefähr so von allem her wie so ein Mitte-30-Jähriger. Ja, und da war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil ich fühle mich wie ein 25-Jähriger, obwohl ich über 50 bin. Und ja, kaum zu glauben. Früher habe ich gekrochen von Tag zu Tag im Überlebenskampf, sage ich mal. Und jetzt stehe ich morgens auf, gehe abends ins Bett und mache dazwischen, was mich erfüllt. Das ist Leben. Aber das ist das, seitdem ich gesund bin. Seitdem ich, Augenblick, wo ich in meiner Selbstheilung war, war ich auch in meiner Selbstliebe, in meiner Erfüllung. Und dadurch wurde ich auch ein Magnet für das, was mir gefällt. Für Harmonie, für Gesundheit, für Licht, Liebe, Fülle und so weiter. Und früher war ich ein Magnet für alles Schlechte. War ich offen, ich war aus meiner Quelle raus und dadurch war ich empfänglich für alles, was nicht gut ist. Mit alles meine ich alles. Und ich durfte lernen, wie in diese Quelle hineinzugehen, um die Selbstheilung nach oben zu holen, nach und nach. Geht eigentlich zum Teil auch recht schnell. Kann aber auch lange dauern. Aber ich habe aus meiner Erfahrung gesammelt, auch diesen Heilweisen, wo ich eine Heilweise daraus gemacht habe, egal wie man es nennt, ist es so wie Würfeln. Das bedeutet, universelle Gesetze heißt, wenn du sie anwendest, diese ganzen, dann führt da kein Weg dran vorbei. Egal wie dumm wir uns anstellen. Wenn wir diese universellen Gesetze richtig anwenden, aber so gut wie keiner wendet es richtig an. Und das ist wie Würfeln. Besorgt euch einen Würfel. Und ich verspreche euch mit Garantie, irgendwann kommt die 6. Das ist ein universelles Gesetz. Da führt kein Weg dran vorbei. Irgendwann kommt die 6. Bedeutet, wenn du mit diesen richtigen Heilweisen richtig anwendest, dann kommt irgendwann die 6, die Selbstheilung. Ja, bei einem komplett, bei einem zu 80%, ja, aber es tut sich unvorstellbar viel. Aus meiner Erfahrung, das ist jetzt kein Heilversprechen, überhaupt nicht. Es ist nur für mich, waren das 5, 6er im Lotto und für tausende Menschen auch.
Und deshalb stehe ich voll dahinter, weil ich weiß, dass wenn du in deiner Liebe bist, in deiner Quelle, dass dann die Selbstheilung, deine Schöpferkraft richtig schön nach oben sich arbeiten kann, dich auffüllen kann mit diesem göttlichen Licht und alles andere fließt heraus, hat da drin keine Existenz mehr. Wie lange es dauert, wissen wir nicht. Aber es ist wunderschön und das wünsche ich jedem Wesen auf diesem Planeten. Genau. Und ich glaube, das war schon. Ja, darum nenne ich es Selbstheilung auf einer anderen Ebene. Nicht auf dieser Ebene hier im Kopf. Kann man vergessen. Ja, das ist unser Diener. Wisst ihr auch. Ja, hier ist der Chef. Aber wir haben es leider dazu wirklich geschafft, innerhalb von Jahren oder Jahrhunderten, dass wir hier der Chef dem Diener die Kontrolle übergeben haben. Und jetzt hockt er da oben, Ego und so weiter, und gibt die Stelle nicht mehr freiwillig her. Also muss man lernen wieder, dass der Chef wieder das Herz, die Liebe, die Kontrolle übernimmt und das Hirn als Diener arbeitet. Dann ist alles gut. Es ist alles einfach. Das ist zumindest meine Wahrheit. Und 40, 45 Jahre war es nicht einfach, war es die Hölle. Die Hölle hat nur in mir selber stattgefunden und dadurch im Außen. Ja, und jetzt habe ich den Himmel in mir und dadurch im Außen. Ich hoffe, ich konnte dir auch hier wieder ein bisschen Mut machen, an dich zu glauben, egal wo du gerade stehst. Alles ist möglich dem, der glaubt. Hast du schon oft gehört? Ja, das Schicksal liegt in deiner Hand. Hast du schon oft gehört? Selbstheilung mit Sicherheit auch. Ja, und ich wünsche dir, dass dein Licht geboren wird, nach außen kommt, denn du hast ein wunderschönes, tolles, tolles Licht. Und das ist so kraftvoll, du hast gar keine Vorstellung, wie kraftvoll dein Licht ist. Ja, das erhellt den ganzen Kosmos. Okay, alles Liebe. Wenn du willst, bis zum nächsten Mal. Gratias, Dankeschön.